Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video in F1 22. Heute möchte ich euch mal erklären, wie ihr mit einem simplen Trick innerhalb des Rennens, egal ob 25 oder 50 oder auch 100% eure Reifen binnen einer halben bis dreiviertel Runde, ganz egal welche Reifenmischung, locker auf Betriebstemperatur von 80 bis 82 Grad bekommt. Denn ihr wisst ja sicherlich, oder vielleicht auch nicht, ich erkläre es mal, es ist nämlich so, dass 2021 die Heizdecken noch bei 40 waren, jetzt sind es nur noch 20 pro Team und bis zu 90 Grad konnte man das noch im vergangenen Jahr, also die Reifen, aufheizen. Das wiederum wurde jetzt auf 70 Grad herunter geschraubt. Und ja, es wird noch schlimmer, Freunde. 2023 nur noch auf 50 Grad und 2024, da gibt es keine Heizdecken mehr. Und zwar global, in allen Rennserien. Na, jedenfalls würde ich euch sagen, ich habe jetzt mal den Spanien Grand Prix ausgewählt, ein 25% Rennen und ich werde mal von Soft auf Medium gehen und dann mal von Soft auf Hard, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die Softreifen gehen innerhalb einer halben Runde auf Betriebstemperatur. Das ist nicht wahnsinnig schwer. Aber die Medium und die Harten, das ist schon etwas komplizierter und ich würde sagen, legen wir los. So Freunde, ich befinde mich gerade im Spanien Grand Prix. Es ist zwar gerade Runde 1, aber ich werde jetzt mal an die Box fahren und mir die Mediums holen, um euch das mal zu erklären, was ich genau meinte. Ich meinte nicht unter Safety Car Bedingungen und ich meine auch nicht irgendwelches Zickzack fahren. So, jetzt fahren wir in die Box. Medium-Reifen sind ausgewählt. Und klack. Ja, gut. Ist alles entspannt. So, okay. Drauf mit dem Pushen. So, ihr seht 70 Grad auf allen Rädern. Okay, dann wollen wir die mal auf Betriebstemperatur von so 80 bis 82 Grad bringen. Okay, let's go. Ja, man merkt schon, es fahren wie auf Eis. Aber versucht voll einzulenken. Ich weiß, es kostet ein bisschen an Zeit, aber guck mal hier. Vorderachse, jetzt schon bei 73 Grad, jetzt 74. Und jetzt hilft mir auch diese langgezogene Rechtskurve. Seht ihr das? Die Reifentemperatur, sie geht nach oben und nach oben. Und noch eine weitere Rechtskurve. Voll einlenken. Sachte mit dem Gaspedal, denn machst du einen Spin, war's das mit dem Win. So. So, einlenken, hier, zack. Und zack. 81 Grad. Und wir haben nicht mal eine Hälfte der Runde. Und zack, sie sind auf Betriebstemperatur. Die Hinterachse, okay, vielleicht noch ein bisschen. Tada! Ihr seht, ich hab's geschafft. Noch vor Ende des zweiten Sektors. Und wie das Ganze jetzt mit den Harten aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, liebe Leute, würde ich sagen, wir sind dabei, jetzt auf die Harten zu wechseln. Ihr seht es ja, ich habe es unten rechts schon mal für euch eingestellt. Und da waren wir. Ich wollte nochmal dazu sagen, das hilft euch zum Beispiel, wenn ihr einen Frontflügelschaden habt. Und ihr müsst dann eure ganze Strategie über den Haufen werfen. So, dasselbe Spielchen nochmal. Gut, das ist vollkommen in Ordnung. Zack, 2-9. Alles entspannt. So, das gehabt. Dasselbe Spielchen nochmal. 70 Grad auf allen Rädern. Und jetzt wird's noch richtig lustig. Die Harten haben noch weniger Grip. Und dasselbe Spielchen versuchen wir nochmal. Wie gesagt, sachter mit dem Gaspedal. Ja. Ihr seht, es funktioniert. Oh ja, ich habe den Trick mal selber so ausprobiert und musste dann feststellen, wow, das geht ja voll schnell. Natürlich, ihr verliert ein bisschen Zeit. Ich denke mal, das ist jeden Einzelnen von euch da draußen klar. Aber dennoch, probiert diesen Trick einfach mal zu Hause aus. So, hier noch ein bisschen. Achtet darauf, ne? Es kann sehr schnell zu einem Spin kommen. Und dann, ja, das ist nicht so schön. So, ihr seht, Ende des zweiten Sektors, Vorderachse ist warm. So, liebe Freunde, das Ganze funktioniert natürlich nur unter Trockenbedingungen, ist ja klar, weil 70 Grad ist nicht mal ansatzweise die Betriebstemperatur, die für die Slicks in Frage käme. Bei Inters und bei Fullwets ist das Ganze egal. Ich habe das gerade getestet und wenn man rauskommt, hat man direkt schon die perfekte Temperatur. Also ihr müsst euch da nur bei
Mediums und bei Hards ein bisschen Gedanken machen. Bei Soft eher nicht, weil die gehen relativ schnell auf Temperatur. Das weiß jeder von euch. Aber bei Inter und bei Fullback braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Da kommt ihr mit einem grünen Reifensymbol raus. Das heißt, Kerntemperatur ist erreicht und Grip ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Das würde mich sehr freuen und das supportet auch meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Und ciao.